Jesus im Garten Gethsemane. Er hat die Jünger gebeten, mit ihm zu wachen. Doch sie schlafen alle ein. Jesus ist allein und verzweifelt. Er betet zu Gott: Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Am Karfreitag muss Jesus sein Kreuz zu seiner eigenen Kreuzigung tragen. Doch er bricht darunter zusammen. Simon von Kyrene wird gebeten, ihm das Kreuz tragen zu helfen. Das Volk steht dabei, die Soldaten belachen und verhöhnen ihn. Am Karfreitag wird Jesus gekreuzigt. Auf Golgatha, einem Hügel vor den Toren der Stadt. Golgatha heißt Schädelstätte. Und rechts und links neben ihm werden zwei Verbrecher mitgekreuzigt. Und die Frauen stehen dabei und beweinen ihn. 3 Tage später, am frühen Morgen, machen sich auf Maria und Salome und die andere Maria, um den Leichnam zu salben. Doch sie finden das Grab leer, der Stein davor ist zur Seite gerollt. Und sie erschrecken vor einer weißen Gestalt. Sie wissen nicht, ist es der Gärtner oder ein Engel? Doch die weiße Gestalt spricht zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus Christus, doch ihr sucht den Lebendigen bei den Toten. Dort ist er nicht, denn Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. So, Schluss. Vielleicht musst du noch mal.